Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Gabriele Appel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Homeoffice Talks Reise nach Jerusalem der Jerusalem Foundation. Regelmäßig spreche ich hier seit einigen Monaten mit Menschen aus Politik, Kultur und Gesellschaft über ihre Projekte und ihre Gedanken zu Corona-Zeiten. Und auch heute habe ich wieder einen spannenden virtuellen Reisegast hier bei mir. Er zählt zu Deutschlands führenden Kulturhistorikern. Unter anderem war er Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Museums. Er war Berlins Kultur- und Wissenschaftssenator. Seit 2010 ist er Präsident der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und seit 2018 Gründungsdirektor der Stiftung Exilmuseum Berlin. Herzlich willkommen im Homeoffice Talk der Jerusalem Foundation, Herr Professor Dr. Christoph Stölzel. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Die Freude darauf ist ganz meinerseits, Herr Professor Stölzel. Ich zitiere mal aus einer großen deutschen Tageszeitung, die hat Sie vor einigen Jahren mal bezeichnet als den Kulturbeweger. Jetzt frage ich Sie mal als Präsident der Musikhochschule in Weimar, wie geht es denn einem Kulturbeweger mitten in der Pandemie nach mittlerweile 14 Monaten wahrscheinlich fast komplett ausgebremsten Hochschulbetrieb? Naja, wenn man wird, ob man will oder nicht, zum Experten für solche Bekämpfungen, für Hygienemaßnahmen, für Belegungsquoten in Räumen zu so und so viel Quadratkubikmetern mit so und so viel Lüftungsfenstern. Also man ist ja in eine ganz andere Berufszone gerutscht, notgedrungen. Und ich klopfe hier aufs Holz, denn wir haben es geschafft, trotz all dieser Auflagen, Verbote und Barrieren, dass wir die letzten Semester nicht in den Papierkorb stecken mussten. Und das ist ja nicht eine theoretische Frage oder eine kulturpolitische, sondern es sind Jahrhunderte von Schicksalen von jungen Leuten bei uns aus 51 Ländern auf der ganzen Welt, die mühsam genug dieses Studium in Deutschland irgendwie möglich gemacht haben und für die das auch eine materielle Katastrophe wäre, wenn es auf einmal Schluss ist. Also wir bin ganz sozusagen Tunnelblick auf die Frage, können wir prüfen, können die Prüfungsvorbereitungen stattfinden? Gibt es diese natürlich verkleinerten Konzerte oder wirft uns der Staat wieder einen riesen Balken vor die Füße, was immer wieder passiert, alle zwei Monate, letzte Woche auch. Und dann haben Gott sei Dank die Ministerpräsidenten nochmal mit dem Bund geredet und gesagt, lasst wenigstens die Musikhochschulen und die Labore und die technischen Einrichtungen der Hochschule intakt bei strengsten Auflagen. Also wir laufen ja alle rum in dem Film Planet der Affen, keiner kennt mehr das Gesicht des anderen. Und das ist so, selbst so absurde Situationen wie ein Konzertexamen, wo in einem riesigen Saal ganz vorne eine zarte Georgierin, Koreanerin oder Japanerin spielt, dann sitzen weit, 10, 20 Meter weit weg, sitzt die Jury, 7 Leute, eisern 2, 3 Stunden lang mit der Maske, obwohl an sich genug Platz drumherum wäre, aber damit niemand Angst hat, ist das alles streng. Wir testen auch, wir impfen, also wir dürfen uns alle impfen lassen neuerdings. Also es ist eigentlich monothematisch unser Leben und die Kunst und die Kultur, die ist in der Fußnote. Ja, monothematisch ist aber gar nicht das, was Sie mit Ihrem kulturellen Schaffensdrang alles so stemmen. Nämlich, jetzt gucke ich mal nach Berlin, da gibt es ein neues Großprojekt von Ihnen, das Exilmuseum. Das wird ein Museum, in dem Sie die Biografien von Exilantinnen, die ab 1933 aus Nazi-Deutschland fliehen mussten, darstellen, erlebbar machen wollen. Bevor wir gleich über die Ausgestaltung Ihrer Pläne etwas detaillierter sprechen, vielleicht können Sie mal sagen, was war der Auslöser, wer war der Ideengeber für dieses Museum? Also wie so oft im Kairos im richtigen Augenblick kommt viel zusammen. Also Auslöser ist bei mir, ich bin ja Historiker und habe mich mit jüdischer Geschichte auch beschäftigt, bin selber familiär mit mehreren Exilbiografien verbunden. Also ja. Zwei meiner Geschwister meiner Mutter sind geflohen, der Onkel nach England. Unverständlich genug ist er 38 wieder heimgekommen aus Heimweh und dann in den Lagern verschwunden und auch ermordet worden.
Meine Tante ging nach New York und ist da aus Heimweh, schrecklichen 50er Jahren Künstlerin, eigentlich am Heimweg gestorben, muss man sagen. Dann gibt es die sozusagen erfolgreiche Emigration der Bauhaus-Tante Gunther Stölz, die Frau von Sharon, Ben Gurions Masterbilder, die ging in die Schweiz nach der Scheidung mit Sharon und Sharon ging nach Israel. Also das Exil, es gibt dann auch Cousinen meiner Mutter, die in Südafrika waren, also das Exil war immer Teil unserer Familiengeschichte. Das war, insofern bin ich in meiner Generation, auch in meinen Schulklassen, immer sozusagen ein bisschen anders gewesen als die anderen jungen Männer oder Jungen, die natürlich eher durchschnittliche Familiengeschichten hatten, wo die Väter an der Front waren und wo irgendwas zu beschweigen war oder nicht zu beschweigen war. Also wir waren sozusagen, ohne irgendeinen Verdienst zu haben, immer auf der anderen Seite. Also das Exilthema war immer da. Und dann habe ich mit einem jetzt leider schon verstorbenen alten Freund, Stefan Moses, dem Grand Old Man der deutschen Porträtfotografie, der Name sagt schon, dass er aus einer jüdischen Familie kommt, hat auf unglaubliche Weise als Kind überlebt, war dann in München und am Stern und ein großer Fotograf. Und der hat seit den 50er Jahren leider unsystematisch, muss man sagen, emigriert und Exilanten fotografiert, wenn sie zu Besuch nach Deutschland kamen oder wenn sie überhaupt nach Deutschland zurückgekommen waren. Und vor 7, 8 Jahren beim Stöbern in diesem gewaltigen, riesigen Archiv in München sind wir drauf gekommen, dass man daraus ein Buch machen könnte. Und das wurde dann gemacht, das haben wir gemacht, Deutschlands Emigranten 2013, wozu ich die Texte geschrieben habe. Und dieses Buch, jetzt kommt der zweite Glücksfall, kam in die Hände von Bernd Schulz. Bernd Schulz ist der Gründer und immer noch Teilhaber des erfolgreichsten deutschen Auktionshauses für die klassische Moderne, Villa Griesebach in Berlin. Und der war auch sofort berührt, weil er eben auch solche familiengeschichtlichen Erinnerungen hatte und weil er als Kunsthändler natürlich, muss man sagen, seit den 80er Jahren, seit es dieses Versteigerungshaus gibt, in aller Welt mit Exilierten zu tun hatte, weil ja ganz viel Kunst, die bei uns auf den Markt kommt, damals irgendwie aus Deutschland gerettet wurde. Also Bernd Schulz sagte, das ist ja schön, dass es da ein Buch gibt, aber eigentlich müsste da ein Ort, ein Berliner Ort draus werden, sichtbar. Und wir haben dann 2013, 14, 15 lang miteinander gesprochen, ob es Sinn macht, so eine Art Museum zu machen. Ein Museum ist ja etwas, wo man eigentlich authentische Objekte erwartet. Das ist schwierig. Also alle Pässe, alle Affidavits, alle Exilschriften machen kein Museum. Wenn man ein Museum des Exils macht, dann muss das von vornherein ein erzählendes, eigentlich eine Art Theater, ein audiovisuelles Theater werden. Und wir haben dann auch überlegt, muss das sein, wer macht das eigentlich schon? Es gibt ja in Deutschland doch verschiedene Exilforschungsarchive, aber natürlich nicht einen sehr sichtbaren Ort. Und wir haben dann zwei Dinge, Bernd Schulz und ich, zwei Dinge eigentlich gemeinschaftlich gesehen und so konstatiert. Erstens, im Schatten des Holocaust, also dieses unvorstellbaren Massenmordes, ist das Schicksal derjenigen, die wenigstens ihr Leben retten konnten, natürlich nicht so sichtbar gewesen. Erstens in der hartherzigen deutschen Nachkriegsgesellschaft, die sagte, naja, die haben ja wenigstens ihr Leben gerettet, ja, sollen doch froh sein. Ich sage es mal etwas drastisch verkürzt, aber so war die Haltung, ja. Und dann natürlich im Verhältnis zu dem Unvorstellbaren des Massenmordes. Aber das heißt ja nicht, dass dieses Exil, diese Vertreibung von ungefähr 500.000 Menschen aus dem Deutschen Reich, aus der Republik Österreich, der dann von Hitler besetzten und der von Hitler genauso besetzten Tschechoslowakei, die ja ein Drittel deutschsprachig war, dass das nicht ein Riesenschnitt ist, ein gewaltiges Kapitel und eben nicht nur ein Leidenskapitel. Und das ist ja das Spannende, sondern zugleich ist es eigentlich die erste Phase einer Globalisierung deutscher Kultur. Weimars Werte, Weimars Fortschritt, Weimars Möglichkeit, Deutschlands Möglichkeiten sind eben durch diesen Gewaltakt verstreut werden auf die Welt. Und trotz aller vielen unendlichen Unglücksgeschichten, die da drinstecken, ich will das gar nicht schönreden, gibt es eben auch unglaubliche Dinge, wo dieses Exil in den neuen Heimaten
zu ganz weltgeschichtlichen Veränderungen geführt hat, zu großer, sozusagen symbiotischer Mischphänomenen der Kultur, der Wissenschaft, all dem. Also es ist einfach ein ganz, ganz spannendes Kapitel, wo wir fanden, das muss man öffentlich sehen. Jetzt höre ich schon auf, jetzt kommt der Schluss. Es gibt ein eisernes Gesetz in der Kulturpolitik. In Kulturnationen, und das ist die Bundesrepublik Deutschland, eben doch, trotz aller Wirtschaft, in Kulturnationen ist das, was nicht in der nationalen Hauptstadt sinnlich manifestiert ist, einfach nicht wirklich präsent. Deswegen muss Berlin sein. Ja. Das ist so. Eine Hauptstadt ist die Bilderschrift einer Nation. Darum der Kampf um dieses Denkmal für die ermordeten Juden Europas, mit Recht, dass das in einem zentralen Platz Berlin und so weiter. Also das waren die Voraussetzungen. Es ist ein großes Kapitel, man muss es erzählen und es muss nach Berlin. So fing alles an. Ja, und in Berlin haben Sie auch einen sehr symbolträchtigen Ort ausgesucht. Das war ja, glaube ich, Ihr Vorschlag, nämlich die Ruine des Anhalter Bahnhofs. Und Sie haben gerade von der Symbiose gesprochen. Wenn man jetzt den Siegerentwurf anschaut des Architektenwettbewerbs, den Sie ja letztes Jahr ausgeschrieben hatten, den die dänische Stararchitektin Dorte Mandrup gewonnen haben, dann haben Sie doch eigentlich jetzt, um das Wort Symbiose nochmal aufzugreifen, von eben diese perfekte Symbiose aus der Location, aus diesem symbolträchtigen Ort, Ruine des Anhalter Bahnhofs und dem Entwurf. Es sei denn, es wäre nicht Ihr persönlicher Favoritenentwurf gewesen. Also ich habe nur zugeschaut, ich war sozusagen nur Experte, aber nicht Juror, aber ich habe mich sehr gefreut über dieses große Werk von Frau Mandrup. Es kommt ja noch, wenn Sie schon so schließende Kreise im Kopf haben. Dänemark ist schon wirklich die große Ausnahme, auch in der Nazizeit, ein Land, wo durch die Solidarität von König bis zum letzten Fischer und Matrosen die dänischen Juden ziemlich komplett gerettet werden konnten nach Schweden. Also das kommt noch hinzu. Das war jetzt kein Grund bei der Jury. Nein, es ist ja ein großes Gebilde um diesen merkwürdigen Rest von dem, was man Anhalter Bahnhof nennt, wobei man denen, die mit Berlins Geschichten, die nicht wirklich vertraut sind, und das sind die Berliner auch übrigens, sagen muss, das war der Hauptbahnhof von Berlin. Das ist das Entscheidende. Anhalter Bahnhof macht so eine, das klingt so ein bisschen exotisch, provinziell. Nein, es ist der Hauptbahnhof von Berlin gewesen, der nach Westen und nach Süden geführt hat, aber auch nach Prag hinüber. Also der große Bahnhof, wo neben dem Zoo die Anfänge der Fluchten stattgefunden haben. Und Dorte Mandrup hat um dieses merkwürdige, wie aus der Zeit gefallene Reststück, das ist ja winzig im Vergleich dieser Portikus, im Vergleich zu diesem gewaltigen Hallengebäude, das der Bahnhof gewesen war, hat sie so eine Art Brücke, so ein Gebäude, was auf ganz dünnen Füßlein nur steht, wie eine große Brücke. Sehr interessant. Es ist so eine Brückenmetapher und das passt ja auch zu diesem Exil-Thema. Also aber auch, glaube ich, mit dem Raum, etwas Raum dazwischen, zwischen dem Portikus und dieser Brückenkonstruktion. Ja, es ist einfach städtebaulich genial und man sieht es daran, dass in Berlin alle zufrieden waren, auch die anderen Architekten, was ein Wunder ist, das hat es noch nie gegeben. Das spricht dafür, dass Dorte Mandrup doch die richtige Figur erfunden hat. Wie man das dann füllen muss mit den Medien und all dem, das ist ein ganz anderes Thema, aber es ist schon mal viel, wenn der Logo-Eindruck stimmt, ein großes, bedeutendes Gebäude, das sich wie eine Hand oder sowas um dieses Reststückchen der alten Geschichte herumschmiegt, mit Platz dazu, mit Nachdenkplatz. Und es ist aber nicht so eine simple Metapher, man hätte ja sagen können, baut doch mal ein Schiffsbuch, weil die meisten Fluchten dann im Schiff über den Ozean gingen. Nein, es ist nicht platzsymbolistisch, sondern ein großes, schönes, abstraktes Gebäude, das Platz hat für die vielen Geschichten, die wir erzählen wollen. Ja, und diese Geschichten und das Innenleben dieses Museums, Sie haben es ja eben schon angesprochen, das wollen Sie wirklich mit modernster Museums- und Medientechnik
erlebbar machen, die Biografien nachzeichnen. Sie haben auch eben schon so eine Andeutung gemacht, es gibt Material. Wie optimistisch sind Sie denn, dass es auch von den vielen namenlosen Biografien, die Sie ja auch nachzeichnen wollen, auch genug Material gibt? Also ich Also rede von audiovisuellem ich bin Material. ein alter Museumsmensch, wie Sie schon angedeutet haben. Es ist mein Hauptberuf gewesen, dass ich am Ende oder eigentlich nach einer Berufstätigkeit noch in die Musikbranche geraten bin. Das ist alles Zufall und eine Belohnung des lieben Gottes, dass ich meine zweite Liebe, die Musik, auch noch mal heiraten darf. Also das ist ganz untypisch, aber als Museumsmensch, als Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Museums, war ich ein extremer Fetischist. Ich habe gesagt, wir brauchen Objekte. Ohne Objekte kann man nicht Geschichte erzählen. Und das war sicher richtig 1985, 90 in der Gründungszeit des Deutschen Historischen Museums. Seitdem haben diese audiovisuellen Techniken unfassbare Fortschritte gemacht. Wirklich unfassbar. Also wenn wir damals irgendwie mal so einen kleinen Fernseher in den 80er Jahren in eine Ausstellung hineingeschmuggelt haben, dann war das schon eine technische Revolution. Und ich kann mich erinnern, dass wir damals oft bei der Gründung des DHM zusammensaßen und sagten, wir träumen von einer Museumstechnik, wo du ans Bild herantrittst, sagst, liebes Bild, erzähl mir deine Geschichte. Heutzutage gar kein Problem, du sagst es und es kommt daraus. Also das ist das eine. Die Erzähltechniken haben unfassbare Fortschritte gemacht. Das zweite ist, man kann ja in den Exilmuseen, die paar, die es gibt, vor allem im Deutschen Exilarchiv in Frankfurt in der Bibliothek, wo eine sehr tolle Ausstellung ist, so eine Vitrinenausstellung auf 600 Quadratmetern, kann man sehen, dass das Authentizitätsprinzip an Grenzen stößt. Wenn Sie dort in kleinen Fotos, Originalen, Pässen, Briefen, Akten, Schicksalen nachgehen, also spätestens nach dem 10., 12. Schicksal können Sie nicht mehr. Das ist ja alles bei 50 Lux, damit es geschützt ist und so weiter. Das heißt, es geht einfach nicht. Sie können niemals eine große repräsentative Auswahl aus diesen 500.000 Schicksalen mit den konventionellen Vitrine-Original-Methoden erzählen. Und darum bin ich vom Saulus zum Paulus geworden und habe gesagt, wenn wir erstens den anderen hochverdienten Institutionen, also der Frankfurter Bibliothek oder dem Archiv der Akademie der Künste in Berlin oder in Wien gibt es das auch. Also wenn wir denen jetzt nicht Konkurrenz machen wollen oder auf dem Markt auf einmal denen vor der Nase was wegsammeln wollen, was ja ganz unmöglich ist, dann machen wir das anders. Wir sagen gleich, wir nutzen diese modernen Erzähltechniken und zwar auch experimentell in großer Breite und Vielfalt. Von der dunklen Kinohöhle, wo nur eine Stimme mir etwas erzählt aus einem Tagebuch, bis zu den glücklicheren Biografien, sage ich mal, überlieferungsgeschichtlich glücklichen, wo es sehr viel Bildmaterial oder Filmmaterial gibt, wie bei den nach Hollywood Exilierten. Wir nutzen die ganze Bandbreite dessen, wie man heute audiovisuell erzählen kann. Und den Teil Beglaubigungsfetische, nenne ich das mal, die leihen wir uns von den befreundeten Institutionen. Und das war auch ein Teil unserer Arbeit in den letzten Jahren, diese Freundschaftsbündnisse zu schließen. Und wir werden alles geliehen bekommen. Natürlich auf Zeit, ist ja ganz klar, aus konservatorischen Gründen. Aber wir werden das, was wir brauchen, bekommen. Und man darf sich so dieses Exilmuseum ja auch eher vorstellen als eine Mischung aus Kino, Theater, Veranstaltungsraum, wirklichen Museum und Wechselausstellungsgebäude mit einem Kern einer Dauererzählung, das ist klar, ja. Aber sehr viel wechselnden Aktionen, sonst kann man ja nie im Leben dieser Fülle gerecht werden. Allein wenn Sie nur die Architektur nehmen, die moderne Weltarchitektur ist ganz stark ein Ergebnis der Flucht der Architekten aus eben dem deutschsprachigen Mitteleuropa. Das ist so. Aber man kann natürlich sich heute vorstellen, Sie machen den Tag der Architektur und schalten das durch und machen einen Tag nur die Architekten. Und dann machen sie einmal Hollywood oder sie gehen auf eine Biografie. Sie machen den Marlene-Dietrich-Tag und machen wirklich aus allen Ecken ein Thema. Also ich bin da ganz offen,
Museum haben wir schweren Herzens gewählt, weil es eben immer noch ein Faszinosum ist. Ein Museum ist der Ort, wo ich der Vergangenheit begegne. Das ist so etwas, was die Leute im Kopf haben, und das stimmt ja auch. Das heißt nicht, dass es dort nur aus echten Objekten bestehen muss, was da drin zu sehen ist. Und wenn Sie so einen, sage ich mal, so einen Architektentag zum Beispiel machen würden, dann würden Sie mit Sicherheit auch auf das Lebenswerk vom schon erwähnten Ariel Sharon, dem berühmten Verwandten von Ihnen, nach Israel blicken, weil auch da ist natürlich ein Fundus von audiovisuellem Material über das, was er in seinem ganzen Leben als Erbauer der, von halb Tel Aviv, kann man sagen, und natürlich auch von einigen Teilen Jerusalems zu sehen. Ja, und der ganzen Landesplanung, das ist doch eine spannende Geschichte. Da kommt ein junger Mann, wie viele, aus Galizien, Ludwig Kurzmann, geht als junger Zionist nach Palästina, und baut die Bienenstöcke und war sicher, wie es das ganze österreichische Judentum war, deutschsprachig von zu Hause, bin ich sicher. Ich weiß nicht, ob die Kurzmanns auch Jiddisch gesprochen haben, aber sicher deutschsprachig in Galizien, und wird von seinem Kibbutz zu Gropius ans Bauhaus geschickt. Das ist doch eine verrückte Geschichte. Ja. Und dort liebt und heiratet er eine Münchner Textilkünstlerin. Das ist eine wirklich erstaunliche Geschichte. Meine Cousine Yael lebt ja hochbetagt in Tel Aviv immer noch. Die war ja dann, sind auch so Geschichten, eben Geschichten. Das eine ist Sharons riesige Rolle für Israel, also die Landesplanung, diese ganze, was in Bienenwaben entwickelte, fünfeckige Idee, wie die Städte und die Stadtstrukturen aussehen sollen, wie da das biografische, sozusagen anekdotische in die Gestalt eines Landes übergeht und am Schluss sogar welthistorisch ist. In Jerusalem hat er den Plan gemacht. Genau, in Jerusalem. Ja. Und ich habe irgendwo gelesen, ob das stimmt, weiß ich nicht. Er habe dann am Schluss auch die Bulldozer losgeschickt, die dann den Platz vor der Klagemauer freigemacht haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es wäre eben sozusagen eine unglaubliche Geschichte. Dessau, Bauhaus und dann der sozialistische Schweizer Hannes Mayer, sein Freund und Lehrmeister. Erst unter Nicht-Nazi-Umständen wäre Sharon natürlich ein großer deutscher Architekt einer ewig dauernden Weimarer Republik geworden. Na klar, mit diesen engen Gewerkschaftsverbindungen und seinem linkssozialistischen Herzen. Und die Weltgeschichte wirbelt alles durcheinander. Und die Tante und die Yael bleiben erst in Zürich. Und dann ist die Yael, die dann in der Schweiz unglücklich war als junges Mädchen, was ich verstehen kann, weil Immigranten, Deutsche und Jüdische, das war nicht unbedingt das, was in den 50er Jahren so unbedingt alle Türen geöffnet hat in der Schweiz, muss man doch sagen. Ging dann zurück, um ihren leiblichen Vater zu besuchen, 53 oder 54, und blieb dort von Stund an. Und war dann ja auch immer im Sharon-Büro selbst beteiligt. Also diese vielen Geschichten, die sind es, was ich da erzählen will. Es gibt ja Lexika über das Exil ohne Ende, Wissenschaftler, Naturwissenschaftler. Es ist ziemlich gut erschlossen in den groben Umrissen der Biografien. Aber jetzt will ich Ihnen etwas sagen, was man, wenn man näher hinschaut, was wir wollen. Wir wollen wie mit dem Teleobjektiv hinzoomen auf die wirklichen Geschichten. Da steht im Lexikon, verließ im April 33 Berlin und kam über Prag, Paris, Marseille, London nach Kalifornien, wo er oder sie Karriere machte. Das ist so, das wedelt man so weg. Und wenn Sie jetzt ins Detail gehen, sind diese Transitjahre natürlich Existenznot, Angst ums Leben, Hunger, die schrecklichsten Dinge, wo man unterging oder durch überraschende Hilfeleistung von Menschen gerettet wurde. Also allein, was das Exil wirklich bedeutet, im Detail, das ist eben, das rührt ans Herz. Und die Idee ist eben auch, in Berlin diesem Publikum natürlich mehrsprachig klarzumachen, dass das Exil nicht nur eine Fußnote des Holocaust ist, sondern eine eigene Tragödie, aber auch Heldengeschichte eigener Art, die es
auch als solche zu erinnern gilt. Das ist einfach wahnsinnig spannend. Man erlernt auch viel. Wenn ich Ihnen zum Beispiel, ich habe darüber nachgedacht, über Kissinger, der ist nun, wäre er in Amerika geboren, wäre er Präsident geworden, gar keine Frage, weil das größte Talent auf der konservativen Seite war in der Zeit. Was macht das Geheimnis von Kissinger aus? Diese rätselhafte Festhalten an Ordnungspolitik bis zum Imperialismus. Und wenn man, wenn man der Biografie nachgeht, dieser Exilbiografie, versteht man es sofort. Das Grunderlebnis ist Unordnung. Unordnung führt zu Unrecht. Unrecht führt zur Vertreibung, zu Krieg, zu Mord, zu allem. Dass der Kissinger so ein extremer Ordnungspolitiker ist, bis hin zum Imperialismus, ist überhaupt nur erklärbar durch diese Vertreibungsgeschichte aus Franken in den späten 30er Jahren. Und so weiter und so fort. Also man lernt auch sehr viel und man lernt natürlich, die Kulturgeschichte der Welt anders zu sehen. Weil die Namen auf einmal, wenn man die Verbindung zu Deutschland, Österreich herstellt, auf einmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Ja, und damit dieser Lerneffekt auch anderen zugutekommt, haben Sie sich ja ein Ziel gesetzt. Sie wollen dieses Exilmuseum bis 2025 realisiert haben. Sie haben ja kürzlich gesagt, wir sind so utopisch, dass wir sagen, 2025 wird eröffnet. Nähert sich denn diese Utopie langsam der Realität an? Man muss dazu sagen, dass das ganze Unternehmen ja sehr ungewöhnlich ist für Deutschland. In Deutschland ist der Normalfall bei der Gründung einer Kulturinstitution, dass sich Menschen zusammenfinden, ein Konzept machen, sich dann an den Staat wenden und sagen, das ist doch eine wunderbare Sache, lieber Staat, du musst das finanzieren. So ist es immer so. Der Normalfall ist ja auch ganz gut so, dass die Bundesrepublik diese große Tradition der Staatsfinanzierung von Kultur hat. In dem Fall war es anders. Hertha Müller, unabhängig von Bernd Schulz, das wussten wir gar nicht, hatte 2011 schon an Angela Merkel geschrieben, wir brauchen so ein Exilmuseum. Wir brauchen die Erinnerung an die von den Nazis Vertriebenen, auch um die Herzen der Heutigen zu öffnen für das, was weltweit dauernd stattfindet, die Vertreibung und das Exil von heute. Daraufhin hat die Bundesregierung nicht diesen Gedanken eines Museums aufgenommen, sondern etwas gemacht, was ganz gut ist, aber es eben nicht ersetzt ist. So eine Website, Kunst im Exil, bezieht sich aber nur auf Künstler. Und Webseiten sind eben keine manifesten Objekte in der Hauptstadt. Das muss man einfach sehen. Webseiten gibt es Millionen, die man anklicken kann. Und der Staat hat also nicht reagiert eigentlich. Und dann hat Bernd Schulz gesagt, der eine große eigene Familientradition im Mäzenatentum hat. Er hat ungeheuer viel in Berlin angeschoben und gestiftet. Er hat gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Das ist eine Sache der Bürgergesellschaft. Das machen wir selber. Also Gott befohlen, er ist am Geld sammeln. Er ist für die kurze Zeit sehr erfolgreich. Ich glaube, 11 oder 12 Millionen sind schon zusammen. Wir, das kleine Team, was da arbeitet und eine Datenbank füllt, jetzt ist finanziert. Und er ist guter Dinge. Aber natürlich muss der Staat eines Tages, spätestens, wenn das Ding da steht, den Betrieb muss der Staat übernehmen. Und das ist ja auch Public-Private Partnership. Da bin ich jetzt auch ganz optimistisch. Wir haben viele Gespräche geführt mit den Parteien im Bundestag, mit dem Land Berlin, die niemand sagt, das braucht es nicht. Die alle sagen, das ist sehr, sehr gut. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ja. Gut, Sie haben ja auch unter anderem einen ganz tollen Unterstützer, der auch zu den Unterstützern der Jerusalem Foundation zählt, André Schmitz, den ehemaligen Kulturstaatssekretär. Ja. Ja, ist einer von uns, also in dieser Gruppe, Bernd Schulz, Stölzl und André Schmitz, er ist unschätzbar als erfahrener Politiker. Er hat die ganzen Verhandlungen mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg geführt, dem diese Fläche da gehört. Es gehört nicht mehr der Bahn, das ist alles längst in kommunalen Besitz übergegangen. Und André Schmitz mit seiner, er ist wie ein Organist, der auf vielen Manualen spielen kann, der Politik, hat die Wege gebracht, dass wir da also kurz vor der Unterzeichnung eines Erbpachtvertrages sind, damit wir das Grundstück bekommen können hinter diesem Rest vom Anhalter Bahnhof. Und er ist wirklich ganz prima und wunderbar und ist auch für ihn so ein Lebensthema. Ja. Es ist eben, gerade weil es so verrückt erscheint, dass da ein paar Leute aus der
bürgerlichen Gesellschaft sagen, wir machen das. Darum bin ich eigentlich überzeugt, dass es auch klappt. Ja. Bin überzeugt, und ich meine, die öffentlichen Hände, der sogenannte Staat, wird sich nicht entziehen können, wenn eine private Vereinigung so viel Geld zusammenbringt, damit es überhaupt auf Schiene kommt und nicht mehr gestoppt werden kann. Ja, Herr Professor Stölzel, wir werden es weiter beobachten, drücken die Daumen, und ich hoffe natürlich, wir sind ja hier auf einer virtuellen Reise nach Jerusalem, dass Sie trotzdem, trotz dieser vielen Kulturbewegungen, noch Zeit finden, irgendwann mal wieder auch in Ihre, ich sag mal, vielleicht dritte Heimat, Israel zu fahren. Wir alle schauen im Moment mit Sorge rüber und wünschen natürlich, dass bald wieder die Situation sich so entwickelt, dass wir alle wieder rüberfahren können. Ich danke Ihnen. Ja, wir waren mit der Hochschule vor 7, 8 Jahren mehrfach dort. Wir haben ein Freundschaft mit der Academy of Dance and Music in Jerusalem. Ein Projekt übrigens der Jerusalem Foundation, wenn ich gerade unterbrechen darf. Das ist seit vielen Jahren eine Institution, die auch unsere Stiftung fördert. Ja, ja, wunderbar. Bitte, dann rühre ich mich mal wieder, weil wir hatten mehrere gemeinsame Orchestertourneen in Deutschland. Ist ja ganz wunderbar. Schön. Und dann ging uns ein bisschen das Geld aus, aber vor allem Jerusalem ging das Geld aus. Ja. So haben wir das nicht mehr weiter gemacht. Aber ich würde es sehr gern wieder aktivieren. Ja, dann nehmen wir das doch mal als unser Projekt, Herr Professor. Ja, wunderbar, prima. Ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen natürlich weiterhin ja, viel Erfolg in allem, was Sie tun und anpacken, und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Auf ein nächstes Mal. Dankeschön. Alles Gute. Ja, danke, Herr Professor. Wiedersehen. Ja, und das war's auch schon wieder bei unserem Homeoffice Talk. Ich hoffe, diese virtuelle Reise nach Jerusalem hat Ihnen gefallen. Wenn Sie sich für die Projekte der Foundation interessieren, schauen Sie einmal auf unsere Website jerusalemfoundation.org oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich freue mich in jedem Fall, von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.